Ja, und es gibt wieder freitags Neues zu berichten. Darum begrüße ich alle Gäste, alle Mitarbeiter und die Einheimischen von dem Kaiserstrand, wo wir heute einen ungewöhnlichen Hintergrund haben. Wie alle sehen können, haben wir heute Filmaufnahmen gemacht, wieder für die Auszubildenden, denn bald geht die Bewerbungszeit wieder los. Neue Auszubildende möchten sich bewerben und wir haben ein schönes Casting schon vorbereitet und das wird auch in den nächsten Wochen bei uns präsentiert. Was gibt es weiteres Schönes zu berichten? Wir fangen mit einer kleinen Kuriosität an. Sie wissen alle, dass wir vor etwas mehr als 2 Monaten eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, weil wir einfach die Benachteiligung der ganzen Tourismusbranche, speziell der Hotellerie, nach der Novellierung des Impfschutzgesetzes anfechten wollten. Das Bundesverfassungsgericht fühlte sich dafür nicht zuständig und so sind wir dann an das Verwaltungsgericht nach Berlin gegangen. Und die haben sich gemeldet. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings damit, dass sie sagen, wir haben zwar gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt, aber eigentlich wäre in diesem Fall der Ansprechpartner nicht die Bundesrepublik vertreten durch die Regierung, sondern das Gesundheitsministerium. Das wiederum sitzt wohl in Bonn und demzufolge empfehlen sie, dass das Ganze jetzt abgegeben wird an das Verwaltungsgericht Köln. Wir stellen also fest, selbst in ganz dringlichen Fällen gibt es so welche verrückten Hürden. Also jetzt geht wahrscheinlich das Ganze nach Köln und dann müssen sich die Richter dort wieder komplett neu einlesen. Ich glaube, das Thema Corona ist vielleicht sogar komplett in Vergessenheit geraten, bevor wir überhaupt dort eine endgültige Entscheidung haben. Und dabei noch mal bestens zu erwähnen, es ist wichtig zu sagen, wir sind nicht gegen die Maßnahme. Wir haben keine Probleme, das, was dort eingeleitet worden ist, im Grundsätzlichen. Wir wollen nur keine einseitige Benachteiligung unserer Branche und wir möchten ganz im Konkreten auch, dass wir keine Ansprüche haben auf Entschädigung und das im Gesetz festgehalten ist. Das wollen wir gestrichen wissen. Alle anderen Maßnahmen unterstützen wir voll und ganz, auch wenn wir hart getroffen werden. Das heißt zumindest, wie es im Gesetz aufgeführt worden ist. So, da gucken wir, wie es sich weiterentwickelt. Ja, und was gab es da Neues in der Politik oder im Tagesgeschehen? Die Häuser sind immer noch zu. Die Insel Usedom, auch wenn sie ein fantastisches Wetter letztes Wochenende gerade hatte, wir hatten viel Schnee, 30 Zentimeter, tolle Temperaturen, strahlenblauer Himmel, das beste Wetter, um Gäste zu empfangen. Stattdessen haben wir ferngesehen. Und dann haben wir ja das Interview am Freitag gesehen zwischen der Bundeskanzlerin und Frau Slomka, die dann erklärt hat, wie die Ministerpräsidentinnen zusammen mit der Bundeskanzlerin, dem Bundeskanzleramt, die aktuellen neuen Verordnungen, Gegebenheiten interpretiert, erklärt hat. Und, das war für uns alle ein bisschen erschreckend, erst ganz zum Schluss erwähnt hat, und dann wird eines Tages, werden die Hotels wieder eröffnet werden. Und da merken wir schon, ich glaube, das Gefühl für die Tourismusbranche ist komplett untergegangen. Wahrscheinlich haben sich zu viele Politiker schon daran gewöhnt, dass wir mittlerweile in der 28. Woche geschlossen sind. Das heißt, über ein halbes Jahr sind die Hotels zu, viele Gastronomien schon ähnlich lange geschlossen, wenn man jetzt die erste Lockdown-Phase mit berücksichtigt. Über ein halbes Jahr. Und ich glaube, man hat sich so daran gewöhnt, dass man selbst in der Argumentation vergisst, den Tourismus mit zu berücksichtigen. Und das ist natürlich etwas, was uns hart trifft. Denn ich glaube, das Thema Coronavirus ist nicht etwas, was wir morgen beendet haben. Auch mit den ganzen Impfungen. Wir stellen jetzt schon fest, das nächste Szenario wird gerade durchgespielt. Wir sprechen über die Mutationen. Müssen wir nicht uns langsam Gedanken machen, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, unter bestimmten Maßgaben, unter Sicherheitshygienekonzepten, auch mit so welchen Sachen in einem gewissen Rahmen zu leben? Denn man kriegt mittlerweile das Gefühl, und ich bin sicher, das geht Ihnen genauso, wir haben das Erste, die Basis, noch nicht ganz unter Kontrolle. Die Impfungen laufen jetzt mit fast 3 Millionen geimpften Personen schon ordentlich, zwar zu langsam an, aber bevor wir das zu Ende haben, gibt es schon das Nächste. Und wäre es nicht sinnvoll, dass die Politik, vielleicht auch wir alle gemeinsam, uns Gedanken machen, wie wir mit diesen Rahmenbedingungen leben können? Wir in der Hotellerie haben ja gezeigt, mit unseren Hygienestandards, wie sicherlich am Anfang das noch nicht perfekt rund, aber sicher es zumindest lief. Mit den Ideen, die wir alle eingebracht haben, die wir umgesetzt haben und wie wir in Mecklenburg-Vorpommern exemplarisch aufzeigen konnten, dass über 5 Millionen Gäste
kamen im letzten Sommer und nicht eine nachgewiesene Nachfolgeinfektion aufgetaucht. Ich glaube, wenn wir sowas für die Zukunft, für die mittelbare Zukunft mit übernehmen, ein bisschen immer optimieren, anpassen von den Prozessen, aber immer, dass die Sicherheit großgeschrieben wird, dann haben wir sehr gute Möglichkeiten in unserer Branche und natürlich für alle Beteiligten auch entsprechend gut über die Runden zu kommen. Und wenn wir dann vielleicht auch das Thema App noch etwas anders ausleben, ausarbeiten, denn die Corona-App, ich glaube, sie hat noch wesentlich mehr Potenzial, dass wir vielleicht auch da das Thema Digitalisierung in diesem Bereich weiter vorantreiben, dass wir schneller reagieren können zur Unterstützung der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, zum Beispiel in der Nachverfolgung. Wenn wir uns mehr um solche Themen kümmern würden, bin ich sicher, dass auch eine Eröffnung in einem überschaubaren Zeitraum, nicht erst in Monaten, für die gesamte Tourismusbranche, für die Gastronomie, dem Einzelhandel, der von uns lebt, von dem Künstler, alle, die mit uns betroffen sind, dass das auch wirklich realistisch mittelbar machbar ist. Wir sehen uns Ostern als Ziel und hoffen, dass dort zumindest zuvor der Einzelhandel mit den Friseuren beginnt es ja ab nächste Woche, wieder die Tore eröffnet werden. Die Gastronomien werden dann zuvor noch folgen. Wir sind alle bereit. Die Mitarbeiter rufen schon an und fragen wirklich, wann es richtig losgeht, ob wir schon was Neues gehört haben. Aus Schwerin kriegt man schon die Richtung mit dem Thema Ostern, aber wahrscheinlich mit deutlichen Einschränkungen, vielleicht regionaler Natur. Aber wichtig auch, dass wir in unserem Landkreis dort einige Sachen noch kräftig aufräumen können. Auf der Insel scheint es relativ gut und sicher zu sein. Außerhalb gibt es noch einige Problemfälle. Da muss der Landrat mit seinem Team noch etwas schneller und deutlicher durchgreifen, damit wir auch dort sichere Rahmenbedingungen haben können. Sehen, es tut sich immer viel. Für die Mitarbeiter sind wir immer dran, uns auch weiterzuentwickeln. Für Sie, liebe Gäste, diverse Umbaumaßnahmen laufen noch. Und die nächsten werden in den nächsten Tagen auch abgeschlossen werden. Spätestens Ende März haben wir dann auch fast alles an Umbaumaßnahmen abgeschlossen, sodass auch wir in diesem Fall für Ostern besten vorbereitet werden. Also, wir hoffen, bis zur nächsten Woche vielleicht Neues zu berichten. Wir sind gute Dinge, wir sind weiter kreativ. Wir bringen Ideen rein, um nicht nur sachlich zu kritisieren oder etwas in Frage zu stellen, aber wir arbeiten dran. Wir freuen uns über das Feedback. Wünschen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns aufs Wiedersehen.